denke schon, dass jetzt mein erfolgreichstes Jahr war, gerade nach dem 2014, als ich das ganze Jahr verletzt war und ja, durch das ganze Jahr ein bisschen die Hose war, bin ich sehr stark zurückgekommen. Ich denke, es ist schon auch ein bisschen der Entwicklungsverlauf, den man halt machen muss. Es braucht Zeit, bis man dann an die Spitze kommt. Zuerst bin ich als Junge ins Team gekommen, 2010, also ein bisschen, ja, ein bisschen der Newcomer sozusagen. Und mittlerweile bin ich schon ein bisschen der, der das Team ein bisschen leiten oder ein bisschen führen an den Wettkämpfen, eben gerade auch als Stellung als Captain. Und ja, ich denke, das spornt mich selber auch an, dass ich noch bessere Leistung bringen kann und durch das ganze Team auch mitziehen kann.